Ja, da sind wir wieder zurück bei Assassin's Creed Unity. Die Stimme ist immer noch nicht top, aber ja, müssen wir jetzt durch, denn ich möchte die Mission beenden, ansonsten müsste die PlayStation die ganze Zeit anbleiben. Also werden wir jetzt mit Elise sprechen. Eine Namensliste mit etwa 50 Abgeordneten des Nationalkongresses, alle in Robespierres Handschrift und alles seine Gegner. Ich nehme an, es würde diese Herren sehr interessieren, dass sie auf der Liste stehen. Doch zuerst. Monsieur Robespierre hat private Erfrischungen. Lenkt die Wachen ab. Ich habe eine Idee. Lenkt die Wachen ab. Klar. Eine meiner leichtesten Übungen. Die Wachen ablenken. Bewaffnet mit den Dolchen des Fantismus. Und dem Gift des Atheismus können sie der Welt nicht mehr schaden. Bewaffnet mit den Dolchen des Fantismus und dem Gift des Atheismus. Elise darf nicht entdeckt werden, okay. Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen leise. Ihr müsst verzeihen, denn ich war hier beschäftigt. Denn ich muss mich ja darauf konzentrieren, die Wachen abzulenken. Oh, das ist schon fertig. Elise ist auch schon wieder weg. Die kann auch nie auf jemanden warten, ne? Unmöglich, diese Frau. Nein, brauchst du nicht. Na kommt, ihr zwei auch noch. Ach ja, immer dieser Ärger mit den Roten. Trägst du die Farbe Rot, dann bist du tot. Haha. Mir ist ein Poet vergangen. So, jetzt aber. Mutterkornpulver. Führt zu Halluzinationen. So wird er als Irre erscheinen. Nun müssen wir ihn nur noch gefährlich aussehen lassen. Die Namensliste. Sie muss in die richtigen Hände gelangen. Anonym. Wenn unsere Verwicklung auffliegt, weiß Jonah Bescheid. Überlass das nur mir. Aber wieso denn ich? Das Thema war doch unaufmerksam. Er ist in das Licht der Rückkehr. Dieses Monster, das der ganze Robespierre schwachelt von Freiheit und Gnade, während Tausende zu Guillotine geführt werden. Alle Übel der Welt würde doch kaum das sehen müssen, würde er an seiner Trauer. Wobei, so kriege ich es hin. Problematisch wird es nur, wenn die da irgendwo drin sind. Haben wir denn noch ein paar Kirschbomben? Das wäre doch eine hervorragende Ablenkung. Eure großzügige Hingabe ist keine tollkühne Torheit. Die Scherben der Tyrannei vermögen euch vielleicht das Leben zu nehmen, aber sie haben keine Macht, euch vollständig auf. Ich hoffe, das funktioniert.
Ihr dürft wieder gut über euch denken. Ihr könnt euer Glück und der Unsterblichkeit widmen. Die Natur soll ihre Großzügigkeit zurückgewinnen und die Weisheit ihr Reich. Wo steckst du, Fremder? Ist nicht zerstört. Ja, ich bin schon draußen. Ich bin schon draußen, Jungs. Ich war's nicht. Na gut, wenn ihr sterben wollt. Das musste doch nicht sein. Ich hab doch meine Ware abgeliefert gehabt. Eine Sekunde mehr und keiner hätte sterben müssen. Oh, du bist noch gar nicht tot. Jetzt aber. Ah, verdammt. Ich wollte es wirklich perfekt machen. Achso, jetzt müssen wir noch einmal rumrennen auf die andere Seite. Ich schätze mal, der versteckt sich auch wieder in einem dieser Sicherheitsgebiete. Alles andere wäre auch zu einfach. Dann bin ich ja gleich mal gespannt, wie Robespierre dann ausrastet. Nee, der ist nur von Rot umzingelt. Zack, erledigt. Ha, Glück gehabt. Es ist die Weisheit vor allem, die unsere schuldigen Feinde aus der Republik vertreiben will. Der Weisheit allein obliegt es, den Wohlstand von Imperien dauerhaft zu gewährleisten. Nur sie! Eine Liste der Feinde der Revolution? Das sind fast 50 Namen. Robespierre geht jetzt wirklich zu weit. Da tobt der Fuchs im Hühnerhaus. Die armen Hennen. Und nun? Wir warten. Das dauert nicht lang. Wenn Robespierre die Unterstützung des Volkes verliert, ist der Germain nicht mehr von Nutzen. Und wenn Germain ihn fallen lässt... Ist er verwundbar. Gehen wir. Ja, das lief doch hervorragend. Wir haben alles erfüllt. Robespierres Macht schwindet nun dahin. Und Germain sollte sich... Wie heißt das nochmal? Er sollte sich... Mir fällt gerade nicht das Wort ein. Auch egal. Ja. Wo geht's denn nun als nächstes hin? Da hinten ist das nächste Mission. Nicht mich in das Licht zu führen. Für wen? Ich mag immer diese Massenereignisse. Jo, erstmal einkaufen hier. Mal bitte alles hier auffüllen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, also man kann relativ schnell und zügig schon an Geld kommen. Dann ist das alles gar kein Problem mehr. Muss man sich halt nur noch auf die Missionen konzentrieren, die trotzdem noch relativ schwer sind. Stellenweise. Aber wenn man sich nicht ganz so dumm anstellt wie ich, dann sollte das auch funktionieren. So, die Phantomklinge und die Berserkerklinge noch. Mörserbomben haben wir, glaube ich, gar keine drin. Oh, wir haben 20 Punkte. Sehe ich gerade. Vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen verbessern. Dickste Fell. Sehr schön. Dafür bräuchten wir noch einen Punkt. Die Fähigkeit im Kampf noch wesentlich mehr Schaden auszuhalten. Haben wir auch alles gekauft. Fernkampf. Kann zweimal abschießen. Giftgas wäre auch nicht schlecht. Ja, wir nehmen mal das Giftgas. Vielleicht können wir uns noch direkt Giftgasbomben holen. Da haben wir schon zwei Stück. Gut, dann gehen wir mal direkt wieder in die nächste Mission hinein.
Oder machen wir was anderes? Weil ich guck gerade, wir haben schon die Hälfte der Zeit rum. Und wenn ich jetzt mit dieser Stimme in die nächste Mission gehe, dann müsst ihr die auch zu Ende spielen. Das möchte ich meiner Stimme und euch auch wirklich nicht antun. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen die Konkarden jagen und machen mal die Kisten hier. Ein wenig das Gebiet säubern, wie man so schön sagt. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ansonsten kann ich es durchaus verstehen, wenn ihr jetzt abschaltet. Das heißt, für die, die jetzt gehen, freue ich mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen. Alle anderen, vielen Dank fürs Bleiben. Ich habe ja vorher gesagt, ich wollte wirklich die Mission durchrattern jetzt. Und das am Ende dann in den extra Videos die Nebenmissionen machen. Aber aufgrund der Erkältung, die ich jetzt quasi mit mir trage, bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt einfach mal abzuweichen von diesem Plan. So, die Konkarde hätten wir schon mal. Dann geht's jetzt zur nächsten Kiste. Hatte ich nicht Abrollen gekauft? Ich hab dich beim Marsch gesehen. Du hast nicht gejubelt. Du bist nicht mit dem Ernst dabei. Ich glaube, du bist einfach. Das ist alles auch hier kein Sperrgebiet mehr für uns. Sehr schön. Und da ist auch schon die Kiste. Die Dreierschlösser sind immer noch sehr schwierig, muss ich sagen. Wie man sieht. Mein Gott. Komm schon. Es geht doch. Es geht doch. Es ist doch nicht auszuhalten. Jetzt triff endlich. Oh, ganz knapp. Ah. 5000 Livre. Sehr schick. Da ist die nächste Kiste. Wer weiß, vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar Massenereignisse. Und metzeln ein paar rote nieder. Was ist denn das hier? Da ist die Kiste versteckt. Okay. Dann knacken wir erst das Türschloss. Alter, fick dich doch. Jetzt muss ich wieder neue Dietriche holen. Ach, verreckt doch alle. Mann, geht immer wieder auf den Sack hier. Dem Bettler etwas Geld geben. Das ist aber neu. Kann ich wohl erst machen, wenn ich wieder anonym bin. Boah, das mit dem Bettler habe ich auch noch nicht gehabt, muss ich sagen. Komm schon, wenn der gelbe Balken jetzt auch noch weg ist, dann sollten wir das eigentlich können. 3, 2, 1, bang. Och Mann, ist doch keiner mehr hier. So, jetzt. Den Geldbeutel habe ich noch nicht, ne? Ich glaube, wenn ich einen Geldbeutel habe, kann ich das machen. Aber ich wollte auch jetzt erstmal hier auffüllen. Wo ist der Händler? Steht da der Gute? 5 Dietriche sind eindeutig zu wenig. Ich brauche mindestens 10. So oft, wie ich das verdatte. Ne, ich kann dir nichts geben.
Also erst, wenn ich die Geldsack zum Werfen habe, dann sollte das funktionieren. So, jetzt aber nochmal. Ist das eine Schloss wenigstens geknackt jetzt oder muss ich von vorne? Das fängt wieder super an. Boah. Alter, willst du mich verarschen? Das ist doch reine Willkür. Mann. Es ist so fies stellenweise. Du Gemäßigter! Hast du den letzten Wagen nach Österreich verpasst, Harry? Ach ja, und nochmal eine Dreierkiste. Ja, super. Ich freue mich. Ich freue mich gerade einen richtigen Ast ab. Warum muss das Spiel so gemein zu mir sein? Vielleicht sollte ich auch einfach ein bisschen aggressiver sein. Dann funktioniert das auch fast perfekt. Alter, fick dich. Ich raste gleich aus. Hat wenigstens einer von euch einen Dietrich bei. Ja, Nougat. Nougat ist super. Drecksding, Alter. Drecksding. Was soll das? Rede. Ich hab nichts gemacht. Okay. Niemand schießt auf mich, damit das klar ist. Ach ja, die Royalisten regen mich schon ein bisschen auf. Ich will doch nur einkaufen. Ich will doch nur diese blöde Kiste aufmachen. So, ein letztes Mal. Wenn das jetzt nicht mehr klappt, dann weiß ich auch nicht. Ich muss mir irgendwie einen Gürtel zulegen, wo ich mir Dietrich hier bekomme. Und dann auf ein bisschen Lebensenergie verzichten. Ja, wieder hier hoch. Hallo Kiste. Und auf ein neues. Haarscharf. Voll schlecht. Mann, Mann. Ich will nicht mehr. Verfickten Kisten, Alter. Das ist alles für lippige 5000 Livre. Es ist schon ziemlich ärgerlich, sowas. Da ist die nächste markiert. Wir machen uns mal schnurstracks auf den Weg dorthin. Ach, jetzt rennt er wieder mir vorbei. Zack, hab ich dich. So, wo ist die Kiste? Wo ist sie? Oh, wir müssen, glaube ich, noch eine höher. Und der Robbe wartet da an uns, die Kiste. So hoffen wir denn. Aber dies ist nicht der Fall, denn wir müssen noch viel höher. Und da warten wieder unsere Freunde.
Jordan. Jemand hat Zeit. Ich opfere dich, Made. Boah, schön in die Fresse getreten und dann noch schön. Ah, herrlich. Das lässt mein Herz wieder höher springen. Und warum sollte es auch nicht anders sein? Das ist wie eine Dreierschlosskiste. Die ich jetzt komplett verkacken werde. Ah. Ja, sag ich doch, ich verkack's. Aber die Zeit ist rum. Ich habe genug Zeit geschindet. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn wir wieder auf Missionsjagd unterwegs sind. Ich hoffe, die Folge hat euch einigermaßen gefallen. Wir hören uns erst wieder, wenn ich wieder gesund bin. Und dann heißt es wieder Assassin's Creed Unity.